Und Dein ist mal wieder ganz alleine, Leute. Kommt her! Nicht blöd rumstehen! Der kann sich damit auch selbst heilen, oder? Hat noch ein bisschen Zeit. Braucht aber ein bisschen Zeit zum Einsetzen. So. Ja, gut. So. Upgrades. Ah, keine Rohstoffe. Da haben natürlich gerade auch Ding, Minenschächte kaputt gehauen. Kriegt man dementsprechend noch weniger Rohstoffe. Elbenwald hier drin. Was? Wollte gerade sagen, Elbenwald hier drin geht wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr meint. Ankunft der nächsten Welle. Ja, keine Ahnung, dann greift da unten mal an. Wir kriegen keine Spezialfähigkeiten im Moment. Ja, kaufen mal diesen lustigen Nebel. Nein, es ist da oben. Verdammt. Nee, den heben wir lieber für die Welle auf. Und die Olifanten machen alles kaputt. Tut mir leid, Leute. Ich kann nichts machen. Bei mir seid ihr sicher. Ah, natürlich Katapulte. Ja, verdammt. Konnte ich nicht einsetzen. Wir haben ja auch noch Baumeister, fällt mir ein. Aber ich weiß nicht, ob die so viel bringen im Moment. Was sollen wir mit denen machen? Die paar Sachen, die die kaputt gehauen haben, das ist nicht so wichtig eigentlich. Eine Taverne, ja. Macht eure Bögen bereit. Sie reißen unsere Gebäude nieder. Treibt sie zurück. Sie greifen an. Verursacht dreifachen Schaden. Das ist natürlich einiges. Versuchen wir erstmal hier die Festung kaputt zu hauen. Weil wenn dann die Welle kommt und das Zeug hier noch steht, das könnte etwas schwierig werden. Da wäre so ein Sperrfeuer natürlich voll toll. Mach doch Schaden mal. Danke. Ah, nee, warte damit noch. Wolkenbruch. Ah, nee, geht gerade noch nicht. Auf Olifanten bringt es wahrscheinlich eh nicht. Ja, das lassen wir lieber mal. So, gleich ist die Festung kaputt. Greif doch an. Nicht weglaufen. Na, also, Festung weg, gut. Ja, ja, verständlich. Waffeln, hallo. So, hier kann man noch ein bisschen upgraden. 300. Ja. Da sind noch Korsaren. Was haben wir da oben? Ein Schlachthaus. Greift ihr das mal an? Bögen bereit. Weiter, weiter. Ihr greift da an, genau. An die Waffen! Haltet sie in Schach! Sie auseinander. Der Feind ist nah! Seht ihr sie? Ja, 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 wir sehen sie. Und wir haben die ganzen Gebäude von Mordor weggehauen. Sehr gut. Und unser, was ist das? Gasthaus steht sogar auch noch. Unsere Gebäude. Ja, aber wir haben nicht mehr so viele Truppen. Das ist nicht so gut. Die zweite Welle
ist geschlagen, aber noch ist es nicht vorbei. Ja, dritte Welle, ich weiß. Was auch sonst. Reißt alles nieder. Und wir haben noch einen Zwergenschatz, haben wir. Ja, siehst du, das hält wohl wirklich für immer. Braucht jemand ein paar Hüter? Haben wir hier noch irgendwo einen Minenschacht? Sieht nicht so aus. Defekt des Decken natürlich auch nicht. Braucht jemand ein paar Hüter? Zu viele Truppen. Sie greifen an. Die Schlacht ist nah. Ich rieche es. Na gut. Wollt ihr nicht mal da den Turm kaputt hauen? Na also, und jetzt haben wir natürlich das Sperrfeuer aktiviert. Oder aktivierbar. Mann. Das bringt's ja. Gegner verursachen weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung, okay. Seid ihr bereit? Bögen bereit? Sammelt euch! Auf eure Posten! Kann man noch irgendwas machen hier? Der Feind ist nah! Wir müssen die unseren Schatz eure Speere auf ins Getümmel! Aha. Gut. Das war's dann, anscheinend. Erwarten wir damit. Nein, ein Nazgul. Na dann viel Spaß. Wow, das sind aber viele Trolle. Nebel. Menschen. Turm. Tom. Wolkenbruch. Sperrfeuer lassen wir mal. Königliche Wache rufen. Ah, oh, cool. Eine kleine Gruppe von Kämpfern hat sich von der Hauptarmee abgespalten. Wo? Von uns oder von den Gegnern? Das sind viele Gegner. Wo ist der da? Greift an. Au, zieh kaputt. Nein, nicht die Schmiede. Hier, Halle der Krieger. Vorsicht! Ach, verlangen. Saurons Mund, oh Gott. Oh Gott. Da unten sind auf einmal Leute. Ja, welch ein Spaß. Warum sagt mir das niemand? Ja, gut. Muss. Das hat ja viel Schaden gemacht. Werft Saurons Mund und sein Gefolge nieder. Ja, ich denke schon. Sonst geht er ja alles kaputt. Da upgraden. Saurons Mund, das ist nur noch, oder? Gut, dann zurücklaufen. Puh. Das ging ja schnell. Natürlich. Es wird ja hoffentlich nicht allzu lange dauern. Ah, ja, gut. Ich dachte, da kommt jetzt auch irgendwas Großes, irgendwie ein gescheites Ziel. Aber nein, wir müssen nur die Angriffswellen zurückwerfen. Na, meinetwegen. Die Ankunft der Elben aus Düsterwald besiegelt den Triumph der freien Völker. Die Schlacht um den Erebor ist gewonnen. Der Schatten lichtet sich über Mittelerde.
Nun muss nur noch Dol Guldur zerstört werden, um die Diener der Dunkelheit für alle Zeit aus den nördlichen Ländern zu vertreiben. Nur noch Dol Guldur? Ist es dann aus? Ja, ich glaube, dann machen wir das noch, oder? Speichern. Jo. Spiel speichern. Und ja, da würde man sagen, nächste Mission, Dol Guldur. Sehr schönes Artwork. Ich habe keine Ahnung. Gemälde. Ein Rembrandt aus einer roten Periode, wie man heute sehen kann. Aus der roten Periode seiner Frau, ist dann klar. Weil ich will jetzt nicht irgendwelche Gerüchte in den Raum werfen, aber wer weiß. Vielleicht hatte er ja auch seine Erdbeerwoche. Oder sie. Oder er. Oder er. Naja, gut. Die vereinten Heere von Elben und Zwergen rüsten sich für den Sturm auf die dunkle Festung von Dol Guldur. Die letzte Schlacht des Krieges im Norden beginnt. Die letzte, habe ich ja gesagt. Elben des Goldenen Waldes, hört mir zu! Wir müssen den Schatten aus dem Wald vertreiben! Unsere Freunde aus Düsterwald und vom Erebor werden unserem Ruf folgen. Galadrim, zum Sieg! Elben, wir müssen die Leuchtfeuer im Norden und Süden zurückerobern. Wenn uns das gelingt, können wir Verstärkung rufen. Jetzt warte mal. Findet und erobert das nördliche Leuchtfeuer und das südliche Leuchtfeuer, natürlich. Werkzeuge bereit. Erstmal bauen wir hier ein paar Malon-Bäume. Malon? Ja, Malon. Freundesbäume, was? Das soll ein Freundesbaum sein. Elrond. Was kannst du? Oh, viel. Azelas, ja, gut. Führerschaft, aha. Weitsicht. Enthüllt einen Teil der Karte. Und Wirbelwind beschwört. Der Schlag wird einen zerstörerischen Wirbelwind. Wiederherstellung. Halt nahegelegene Einheiten und füllt deren Spezialfähigkeiten-Timer. Cool. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Es wird Zeit, etwas ich zu bauen. Bringe das Baumaterial. Bauen wir noch ein paar. Ein vortrefflicher Bauplatz. Bäumchen. Baumaterial ist unterwegs. Das passt dann schon. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. So, hier magischer Amboss. Das Zeug können wir gegebenenfalls auch später machen. Ja, wir haben so viele. Es gibt jetzt so viele Fähigkeiten. Wir sind schon fast fertig. Wir kriegen ja noch niemals die ganzen Spezialfähigkeitspunkte zusammen. Wir haben ein neues Gebäude. Da ist Norden und da ist Süden und da ist irgendjemand. Ein Katapult. Aha. Na gut. Unsere Stadt wird größer. Ich lockere nur meine Arme. Cool, cool, cool. So, bauen wir mal Kaserne. Es gibt viel zu tun. Baumaterial. Wir haben ein neues Gebäude. Stallungen am besten direkt daneben. Mauern lassen wir diesmal. Die regen mich wieder nur unnötig auf. Wo sollen wir bauen? Ein Endting? Nein. Ein lieber noch ein paar Bäumchen pflanzen. Wir haben eine Kaserne errichtet. Wir haben noch viel zu tun. Ja, ja, ja. Und das eine Schmiede wäre natürlich auch noch ganz praktisch. Ich hoffe, die pullen jetzt keine Gegner oder so. Stellt euch mal da vorne hin. Einfach nur zur Sicherheit. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Cool, cool. Ich bin bereit. So, das ist eine Schmiede. Baumaterial ist unterwegs. Hier werden wir einmal upgraden. Und dann heißt es erstmal warten wahrscheinlich, bis irgendwas passiert. Ich lockere nur meine Arme. Ja, ich sage ja nichts. Alles cool.